Hallo Minecraft-Freunde. Ihr seht, ich bin wieder auf meiner Tüfte-Map und ich probiere da so ein bisschen mit Clocks rum. Also das sind so alle Clocks, die ich kenne. Machen wir die hier mal an. Alle. So. Ne? Ach so, da fehlt was. Das kann nicht funktionieren. Genau. Dann diese hier einschalten. Dann diese, und das kann man auch mit Redstone, also mit einer Redstone-Fackel. Moment, da nehme ich mir mal hier eine. Ja, und das mache ich per Mausradklick. Das heißt, ich drücke das Mausrad kurz rein, zeige auf den Block, den ich haben will, und dann habe ich das. Gut, machen wir das mal kurz so. Da kann man hier. Ja, ich war zu langsam. So, jetzt funktioniert das. So, also diese Glock, die kann man auf zwei Wegen, einmal durch einen Hebel und einmal durch eine Fackel also einschalten. Abschalten geht da nicht. So, dann zeige ich euch das mal hier. Und zwar nehmen wir mal erstmal hier so einen Block. Dann machen wir hier zwei Blöcke, einen Block Abstand. Legen hier vor, so dass das eine Verbindung gibt, dann hier zwischen und dann auf jede Seite legen wir noch mal Redstone drauf. Und ja, jetzt haben sich irgendwie beide da gelöscht. Ja, das passiert halt. Aber jetzt funktioniert es. Ist ein bisschen buggy. Man kann hier auch das Ganze verlängern, indem man hier dann noch ein bisschen rauslegt. Dann kann man hier das Ganze auch kontrollieren, wie schnell das läuft. Und das Ganze kann man auch abschalten. Da macht man auf einer Seite, entweder auf der Seite oder auf der Seite, eine Hebelsteuerung und dann kann man das ein- und abschalten. Das wäre dann eine Glock. Gut, das ist, soweit ich weiß, die schnellste Glock. Allerdings, wie ihr seht, ist sie unregelmäßig. Da gibt es auch eine Glock, die ähnlich schnell ist. Das wäre dann diese hier. Die ist dann, also die läuft dann regelmäßig. Also regelmäßiger als diese dort drüben. Dazu kommen wir aber gleich. So, diese Glock hier, die ist durch Zufall, habe ich die entdeckt. Da hätte ich ja beinahe die Map auf Mooncraft zum Absturz gebracht, weil ich da einen Fehler gemacht hatte. Ich will euch das aber mal zeigen. So, dann machen wir hier drunter, machen wir Redstone. Da machen wir dann das da drauf. Dann hier eine Fackel. Ihr seht, die geht schon aus, weil da drunter nämlich das Redstone schon angegangen ist. So, dann machen wir das mal zu. So, dann müssen wir hier drumherum müssen wir zubauen. Moment. So, dass das da drin dunkel wird, dann brauchen wir einen Redstone-Block. Also eine Redstone-Lampe. Und dann fängt das Ganze an zu blinken. Gut, zur nächsten Glock. Allerdings hier, wenn man das hier verlängert, irgendwann ist die Lampe dann zu weit weg. Das heißt, der Kollektor, der bekommt dann nicht mehr genug Licht von der Lampe, dann funktioniert das einfach nicht. Das heißt, der Kollektor sollte entweder in der Nähe sein oder etwas tiefer, damit das Licht weiter runterreichen kann. Gut, dann hierzu. Das ist auch eine relativ einfache Glock, die ist ähnlich wie diese hier. Nur die ist breit, die ist hoch. Gut, machen wir das doch mal. Das heißt, wir setzen einen Block, eine Redstone-Fackel vor, dann können wir hier rüber steuern, das heißt, Moment, so, einen Repeater dazu, Repeater wollen wir, so, einen Repeater dazwischen und das Ganze läuft und man kann das Ganze auch abschalten. Ein Hebel dran. Man kann das auch über eine Redstone-Leitung, das heißt, ihr müsst den Hebel nicht immer direkt dran machen. Ihr könnt auch das hier weiter wegleiten, den Hebel dahin tun, wo ihr es braucht, und dann steuert ihr das so an.
gut, auch bei den anderen Clocks. Da braucht ihr einfach nur, wie hier zum Beispiel, da legt ihr das hier rüber, steuert das Ganze an und schon ist die Clock gestoppt. So, starten wir die Clock wieder. So, dann hier. Das ist dann im Grunde das gleiche Prinzip wie da, nur halt hochgebaut. Da setzen wir einen Block unten hin, dann diagonal einen nach oben, vorne eine Fackel dran, ein Repeater, so dass der auf diesen Block hier steuert. Machen hier einen Redstone, also ein Redstone hin, hier unten mindestens auf zwei, weil wenn wir es auf zwei, auf eins stellen, dann löscht sich die Fackel und dann bleibt sie erstmal eine ganze Weile aus. Also mindestens auf zwei, sonst funktioniert das nicht wirklich. So, dann schalten wir dieses System mal so lange ab, aber aus irgendeinem Grund will das hier, spackt das so ein bisschen rum. Gut, da hätten wir dann diese Glock und die kann man auch erweitern, genauso wie diese. Hier müssten wir allerdings dann auch den Arm verlängern. So, dann kann man hier dann noch ein paar Repeater dazwischen legen. Dann hat man oben noch die Möglichkeit, Repeater dazwischen zu legen. Wichtig ist, dass am Anfang der Reihe und am Ende der Reihe dann jeweils ein Redstone liegt und dann unter der Fackel. Und ihr seht, das Ganze läuft schon wesentlich langsamer als das hier. Gut, genauso auch hier. Hier kann man es auch verlängern. Dann machen wir jetzt hier mal so ein paar Repeater dazwischen. Und wir haben das Ganze dann etwas langsamer. Gut, so viel dazu. Dann diese Glock hier, die fand ich ganz interessant. Da bin ich auch durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe das so ein bisschen ausprobiert. Da hatte ich auch mit einem Command-Block ein bisschen rumgespielt. So, dann machen wir das Ganze so. Dann müssen wir den Comparator einmal umschalten, sodass das Lämpchen vorne leuchtet. Dann können wir hier vorne umschalten. Wenn wir das ausschalten, ist hier das Licht definitiv wieder aus. Und wir müssen auch hier nicht direkt ansteuern. Das heißt, Moment, ich mache das mal kurz hier weg. Dann kann ich da auch einen Hebel hinlegen. Wenn wir das dann ansteuern, also es muss nicht direkt daneben sein. Und auch das können wir verlängern. Zack, 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 zack. Machen wir das mal so. Hier so ein paar Repeater dazwischen. So. So, und ihr seht, das läuft schon wesentlich langsamer. Ja. So, bei dieser Glock ist das Besondere, ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das, wenn ihr das abschaltet, dann. Moment, Moment, ich brauche mal gerade hier sowas. So, da könnt ihr, wenn ihr das abschaltet, könnt ihr entscheiden, soll das am Ende das System an sein oder aus sein, wenn ihr es abschaltet. Das heißt, wenn ich es so abschalte, dann ist das am Ende aus. Wenn ich aber hier den Comparator umschalte, dann ist es am Ende. Moment, sollte es eigentlich an sein? Okay, das war eigentlich anders. Ach nein, das geht nur bei der kurzen Version. Das heißt, wenn wir das hier weg haben. Genau, so, da könnt ihr dann entscheiden. Gut, kommen wir zur nächsten Clock, zu der, die ich eigentlich von Anfang an genutzt hatte. Das war meine erste Clock, die ich verwendet hatte. Da braucht man nichts weiter zu tun. Zwei Repeater in je eine Richtung. Ich stelle sie immer auf voll, weil ich finde, das ist das Optimalste. So, da kann man sie einmal mit der Fackel starten. Einmal mit der Fackel. Und dann kann man sie einmal mit einem Hebel starten oder mit einem Knopf, je nachdem, wie lange man es getimt hat. Das heißt, hier starten wir es mal mit einem Hebel. Das geht genauso. Und wenn ihr dann das Ganze, ich glaube, bei so. Bei dieser Geschwindigkeit wird das jetzt mit dem Knopf nicht funktionieren. Daher lege ich jetzt mal noch Repeater dazu. Dann machen wir das mal. Nein, wir machen das so.
können wir hier, hier und dann nehmen wir uns mal einen Knopf. So, drücken da kurz drauf. Nein, ist noch nicht lang genug. Oder im Moment, der Knopf hatte ja eine langsamere Schaltung. So, machen wir das Ganze mal wieder aus. So. Genau. Richtig. Das ist auch etwas, das ich festgestellt habe. Der Holzknopf, der braucht etwas länger zum Ausgehen als der Steinknopf. Die sind unterschiedlich getimt. Gut, ja, damit hätte ich euch alle Clocksysteme gezeigt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.